zum Anbeißen lecker. Doch bis so ein Bagel fertig ist, heißt es für Galileo-Reporterin Funda van Rooy, 2 Tage lang backen, rollen und belegen. Autsch! Oh mein Gott! Oh Gott, I'm gonna die. Wie Funda van Rooy sich im Bagel-Shop schlägt, schauen wir uns jetzt an. New York City. Hier sind alle immer auf dem Sprung. Das perfekte Frühstück, wenn es morgens schnell gehen muss, ist ein Bagel. Aber wie wird er gemacht? Der perfekte New Yorker Bagel. In einem typischen New Yorker Bagel-Shop darf ich mitproduzieren, ich darf sie belegen, ich darf sie verkaufen. Fundas Arbeitsplatz für die nächsten Tage, der Bagel-Shop Cossars. Seit 1936 ist der Laden im Gebäckgeschäft. Bagel-Fans können hier entweder auf die Klassiker zurückgreifen oder sich Bagel und Topping selbst zusammenstellen. Die Auswahl: 15 Bagelsorten und 20 verschiedene Frischkäse, wie zum Beispiel Walnussrosine. Seit 2019 managt Tobi den Laden. Er coacht Funda die nächsten 2 Tage. Hey. Hi. Wir gehen nach unten, um Bagels zu backen. Das ist Teil der Arbeit. Dieser Ofen ist über 60 Jahre alt. Auf rotierenden Blechen backt Toby die Bagels bei 230 Grad. Das ist echtes Feuer. Eine weitere Komponente des traditionellen Charakters, der bei der Herstellung dieser Bagels eine Rolle spielt. Die Teigrohlinge ruhen schon seit mindestens 12 Stunden im Kühlraum. Jeden Tag werden die Bagels frisch gebacken. Das ist Fundas erste Aufgabe. Bevor die aber in den Ofen gehen, kommt kochendes Leitungswasser ins Spiel. Auf ihre Wasserqualität sind die New Yorker besonders stolz. Also braucht es keine Zusätze. Die Bagels blanchiert Toby für maximal 1 Minute im Wasser. So werden sie später außen kross und innen weich. Woher weißt du, dass sie fertig sind? Sie sind schon fertig. Ich kann sie rausnehmen. Kann man irgendwie sehen, dass sie zu lange drin sind und man merkt, okay, sie müssen jetzt raus? Ja, dann gehen sie zu sehr auf. Du nimmst so viele, wie du erwischen kannst. In einer Stunde schafft ein geübter Bäcker wie Toby um die 500 Bagels. Anfängerin Funda traut Toby die Hälfte zu mit seiner Unterstützung. Sie soll jetzt 1 Stunde das Backen übernehmen. Jetzt du, bereit? Okay, I am. Ja. Sicher? Bei Toby sah das irgendwie leichter aus, aber die Bagels kleben alle aneinander und dürfen auch nicht zu lange im kochenden Wasser bleiben. Die Bagels reinschmeißen, dann dürfen die maximal 1 Minute drin sein und das ist aber auch schon zu viel. Die zerfließen dann und das merkt man, wenn man die auf die Holzplatten legt, dass die auf einmal sehr viel größer als diese Holzplatten sind. Und dann weißt du so, Entschuldigung, ich habe die zu lange im Wasser gelassen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Während Funda die nächste Ladung vorbereitet, muss sie auch auf die Bagels im Ofen aufpassen. Nach 5 Minuten soll sie diese nämlich einmal wenden. Bei Ladung 1 ist es jetzt soweit. Das hier. Der Profi macht vor, wie es geht. In einem Schwung dreht Toby die Bagels einmal um, bevor sie dann noch für weitere 7 bis 10 Minuten im Ofen bleiben. Und hier kommt schon die nächste Ladung. Eine Sekunde, nur um sicher zu gehen. Du hebst es hoch, bevor du es drehst. Alle müssen runter. Wenn nicht alle runtergehen, müssen ich oder du da rein, um sie rauszuholen. Oh Gott, okay. Aber keine Angst, das wird schon. Eigentlich kannst du auch nur eine Hand benutzen. Autsch! Okay. Jetzt verstehe ich. Da ist halt wirklich enorme Hitze. Das ist eine harte Arbeit. Und dann, wie Toby das gemacht hat, das dann natürlich auch können, man hat keinen Timer. Einfach das Gefühl haben, anhand der Farbe, der Struktur sehen, jetzt sind diese Bagels fertig, die können wir jetzt flippen. Die anderen Bagels, die brauchen noch mal 2 Minuten. Und das ist so die Schwierigkeit. Funda ist zwar erst seit 2 Stunden in der Backstube, hat aber schon gut in den Rhythmus gefunden. Im Wasser blanchieren, auf die Bretter, flippen, fertige Bagels rausholen. Und was sagt Chef Toby zum Ergebnis? Ich bin sehr misstrauisch. Ich habe das Gefühl, dass sie schon mal Bagels gemacht hat. Funda hat 250 Bagels geschafft.
Nach einer kurzen Pause steht ihre nächste Aufgabe an. So, ready. Jetzt wird der Teig gerollt. Gambino? Gambino macht seit 20 Jahren Bagelteig. Neben Mehl, Hefe, Malzsirup, Backpulver, braunem Zucker und Salz kommt auch hier eine wichtige Zutat ins Spiel. Das gute New Yorker Leitungswasser. Der Grundteig ist für fast alle Bagels gleich. Die Sorten entstehen später durch verschiedene Körner. Hast du schon mal Bagels zerstört? Ja, sowas in der Art. Wie sah das aus? Wie ein Tortilla. Aus diesen 25 Kilo Teig entstehen gleich rund 200 Bagels. Pro Tag verarbeitet Gambino 10 bis 15 solche Mengen. Erfahrene Bäcker erkennen auf einen Blick, ob der Teig fertig zur Weiterverarbeitung ist. Vom fertigen Teig schneidet Gambino passende Streifen ab, die die beiden zuerst in Formen rollen, um danach die Bagels daraus zu machen. Mit der rechten Hand zur rechten Seite drücken und mit links zur linken Seite. Und wie machst du das? Rollen und abtrennen. So. Der Trick? Den Teig um die Hand wickeln. So bekommt man die Form am besten hin. Der ideale Bagel ist kreisrund und ca. 10 cm groß. Meine Hände sind kleiner als deine. Deswegen sind meine Bagels so mini. Beim Rollen legt Gambino ein ordentliches Tempo vor. Gambino war so schnell im Gegensatz zu mir. Der hat den Teig gerollt und gerollt und gerollt und gerollt. Und ich so, oh, der hat schon 10, ich bin noch bei Nummer 1. Oh, was, der ist bei 15, ich bin noch bei Nummer 1. So hat sich das angefühlt. Tatsächlich schafft Gambino 400 Bagels pro Stunde. Von einem Anfänger kann man um die 100 erwarten. Die ersten 30 hat Funda immerhin fertig. Was sagst du? Schau dir das an. Ich gebe dir 8 Punkte. 8 Punkte von 8? 8 Punkte von 10? Echt? Wow, das ist viel. Oh wow, that's a lot. Gelungen sind die Bagels also. Jetzt muss Funda nur noch am Tempo arbeiten. Nach 2 Stunden Rollen wandern die Bagels in den Kühlraum. Hier müssen sie gehen und können am nächsten Tag gebacken werden. Funda hat ihre erste Schicht in der Backstube beendet. Morgen wird es richtig stressig. Es ist Wochenende und unsere Reporterin soll beim Belegen und im Verkauf unterstützen. Ah, Tag 2 Regen in New York City. Die Frühschicht der 25 Mitarbeiter ist schon seit 2 Stunden am Vorbereiten und hat zum Beispiel die Aufstriche gemacht. Fundas Aufgabe heute, Bagels zubereiten und verkaufen. Tobi weist sie erstmal in das Sortiment der 15 Bagel- und 20 Frischkäsesorten ein. Bei Kollege John kann sie sich abschauen, wie man einen Bagel richtig aufschneidet und belegt. Los geht's. Der Everything Bagel mit Speck, Ei und Käse. Bacon, Egg and Cheese. Speck, Ei und Käse. Ich muss eins nach dem anderen machen, sonst explodiert mein Gehirn. Der sogenannte Everything Bagel hat Haferflocken und verschiedene Körner obendrauf. Und ist der Renner bei den Bestellungen. Da durchzusteigen, hat mich teilweise wirklich innerlich durchdrehen lassen. Ich dachte mir so, okay, was will die Person? Und dann hat sie gesagt, okay, ein Everything Bagel, gut. Dann wollte sie das, das, das da drauf. Und in der Zwischenzeit habe ich schon wieder vergessen, welchen Bagel sie haben wollte. Also da, das war wirklich so, okay, ich bin an meiner Grenze, stopp. Doch der Laden füllt sich immer mehr mit Kunden. An den Wochenenden sind hier die verkaufsstärksten Tage. Da gehen bei Corsas um die 2000 Bagel am Tag über die Ladentheke. Fundas Stresslevel steigt. Also ich hatte Versagensängste, weil ich mir wirklich dachte, wenn dieser Ansturm so kommt, wie die das sagen, dann weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Gegen 10 Uhr beginnt der Ansturm. Das Team ist jetzt in voller Stärke da. Funda versucht, so gut es geht, mitzuhalten und ihre Kollegen möglichst wenig zu bremsen. Oh Gott, I'm gonna die. Das ist noch gar nichts. Wein noch nicht. Wenn du weinen willst, heb dir deine Tränen für später auf.
Als Unterstützung hat Funda Felipe an ihrer Seite. Er trägt auch den Spitznamen The Beast. Für das Belegen eines Bagels braucht er gerade mal 15 Sekunden. Eine Zeit, von der Funda nur träumen kann. Der Typ sieht aus, als ob er jongliert mit den ganzen Dingern. Als ob er mit 10 Bagels jongliert. Wie lange machst du das schon? Fast 13 Jahre. Als ich anfing, war ich langsam. Aber dann habe ich mein Bestes gegeben, mich selbst gepusht und bin dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Funda ist seit mittlerweile 4 Stunden am Bagels belegen und verkaufen. Sie hat sich gut ins Team eingefunden und kann fast schon mit ihren Kolleginnen und Kollegen mithalten. Der große Ansturm ist auch überstanden. All right. Bitte Ihre Bestellung. Thank you. Danke. Wow, ich werde jetzt ein Pro hier. Das ist total cool. Jetzt, so allmählich fühlt sich das gar nicht so verkehrt an. Jetzt verstehe ich auch, was Sie sagen. Das macht irgendwie Sinn. Die Schicht neigt sich langsam dem Ende zu. Wie zufrieden Ladenmanager Tobi wohl mit der Leistung seiner neuen Mitarbeiterin ist? Du machst das echt gut. Ich bin stolz auf dich. Danke. Du hast in der kurzen Zeit wirklich viel geschafft. Du hast an der Theke gearbeitet, die Bagels gerollt und gebacken. Und das alles in 2 Tagen. Das ist wirklich phänomenal. Danke. Ich bin stolz auf dich. Vielen Dank. Deine Schicht ist jetzt vorbei. Vielen Dank dir. Thanks a lot. You're the best. You're the best. Till I see you again. Nach 2 Tagen Backen, Belegen und Verkaufen gönnt sich Funda jetzt auch endlich einen Bagel. Das ist ein Jalapeno Cream Cheese auf einem Sesam-Bagel. Dieser Bagel wird mir jetzt doppelt und dreifach schmecken, weil ich gemerkt habe, dass egal an welcher Station ich war, dass es mit ganz viel Arbeit, ganz viel Liebe, ganz viel Leidenschaft verbunden ist. Und selbst gemacht schmeckt es immer noch am besten.